Hallihallo, hallöle Leute, da sind wir wieder, das Anton und der Döskop, und wir heißen euch herzlich willkommen zu einer schönen kleinen Runde Pokémon Infinite Fusion. Und ich muss leider gleich mit einer schlechten Neuigkeit reinstarten. Ich bin totaler Vollidiot. Also ja, das ist keine schlechte Neuigkeit, das ist etwas, was eigentlich jeder wissen sollte. Die schlechte Neuigkeit ist, ich habe jetzt das festgestellt, ich habe Autosave on. Wir haben noch gestern Abend gesagt, ich möchte diese Änderung, die ich gerade gemacht habe, nicht speichern. Ich möchte, dass wir erstmal drüber reden und uns das dann mal in Ruhe angucken. Vor allem habe ich das Pipi ja viel zu früh entwickelt. Wir wollten ja eigentlich noch eine Attacke auf Level 46 erlernen, bevor ich es entwickle. Jetzt habe ich es nur zum Testen halt weiterentwickelt. Und dann war ich aber auch trainieren und am Pokémon Center heilen. Und wenn man Autosave hat, speichert das beim Heilen. Das habe ich so nicht ganz durchdacht. Option 1 wäre jetzt einen älteren Save-Laden. Der ist ungefähr 1,5 Stunden älter. Da ist Medusa noch nicht mal entwickelt. Da haben wir das Hundemon noch nicht gefangen. Und da haben wir das Zoroark noch nicht gefangen. Mittlerweile haben wir jetzt hier schon Zoroark drinne. Und das Pipi entwickelt. Ja. Das Problem ist halt, dass uns dann eine Attacke entgeht. Eine ganz besondere, wichtige Attacke. Da habe ich lange drüber nachgedacht und habe dann auch noch ein bisschen Google konsultiert. Ich habe nicht nachgeschaut, wo, aber ich habe nachgeschaut, ob. Und man kann diese Attacke, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Mondgewalt? Moonblast. Mondgewalt, glaube ich, ne? Man kann diese Attacke als TM finden. Das heißt, es ist jetzt kein Riesenproblem, dass wir die jetzt verpasst haben. Wir können sie tatsächlich als TM nochmal finden. Und da würde ich jetzt einfach sagen, statt dass ich jetzt nochmal 1,5 Stunden nachspiele und wieder die Dinger nochmal einfangen gehe und sowas, machen wir jetzt einfach hier weiter. Schätze ich jetzt mal. Ich gehe jetzt nochmal zum Relearner, gucken, ob ich da noch irgendwas reinklatschen kann. Und ich habe Shadow gefragt und ich habe Xela gefragt. Beide haben gesagt, ja, wir nehmen Zoroark. Zoroark und Zoroark finden sie besser als, was war das andere? Hundemon. Das ist die Hundemon-Version. Und dann machen wir das einfach so. Und gut ist. Ne? Attacken. Na ja, gut. Was für eine Ability hast du? Magic Guard, ja. Genau, wir müssen das Ding jetzt bloß noch umdrehen, dass quasi Zoroark als Körper ist. So blöd, ich wollte nicht speichern, dass wir es entwickelt haben. Ich wollte es eigentlich noch bis 46 trainieren und dann erst entwickeln. Aber naja, das kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Was? Ja. Ich habe keine Lust, 1,5 Stunden nachzuspielen. Das müsst ihr mir jetzt einfach nur mal verzeihen. Tut mir leid. Genau. Clefable ist ja das Entwickelte, ne? Clefairy und dann Clefable, ja. Es ist leider schon entwickelt. So, jetzt, jetzt müssen wir diesen Kuss drauf klatschen. Draining Kiss. Ach, Clemendo, hör doch bitte auf zu fragen. Ich hab's doch jetzt schon deutlich oft genug beantwortet. Hör bitte auf. Muss doch nicht sein.
Benennen müsste ich es auch mal ordentlich, ne? Madara. Das ist Shadow. Guck mal, was gibt's noch für Attacken, die passen würden? Volt Switch. Charge Beam. Weiß gar nicht, was man dem noch beibringen kann. Ach ja, ich habe das gerade verpasst. Ich hab's verpeilt, dass ich so... Ich hab's komplett verpeilt. Autosave. Autosave war an. Das ist das Problem. Und Autosave speichert immer dann, wenn man heilt. Weißt du, wir waren ein bisschen leveln, um das Ding zu entwickeln. Und dann waren wir anscheinend heilen und dann hat's das gespeichert. Und ich müsste jetzt einen 1,5-Stunden-Save zurückladen, einen älteren, weißt du? Und dann alles nachspielen, habe ich keinen Bock drauf. Habe ich einfach keinen Bock drauf. Tut mir leid. Das habe ich irgendwie verkackt. Da habe ich mir jetzt gesagt, ja, ist doch egal. Shadow hat sich sowieso entschieden für das Zoroar. Also machen wir das. Das einzige Problem ist jetzt... Also erstens, ich habe jetzt Autosave ausgemacht. Für die Zukunft. Wo ist es? Wo ist es? Hier. Jetzt aus. Das einzige Problem ist bloß, dass wir jetzt den Moonblast verpasst haben. Aber den Moonblast kann man per TM wieder reinholen. Und das werden wir dann halt per TM machen. Irgendwann. Wenn wir ihn finden. Ist schade, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Oder ich will es jetzt nicht ändern. Ist mir zu viel Aufwand. Sorry. So. Nee, eigentlich wollte ich es ihm geben, ne? Bei Shadow muss noch ein Move drauf. Ich glaube in Lavandia, meinte der Xela. Dass man in Lavandia wohl irgendwie Dark Pulse beibringen könnte. Weiß aber nicht wo. Wo kann man hier Dark Pulse beibringen? Ominous Wind, ne? Oh, was ist jetzt los? Mein Chat hat sich gerade ausgeloggt. Okay. Geht's wieder, glaube ich. Hä? Aber wo kriegt man hier Dark Pulse? Xela, du hast gesagt, man kann das hier holen. Wo? Oh, jetzt gibt's schon Ultrabälle, das ist ja nice. Wo gibt es Dark Pulse? Wer hat das?
Komisch. Weiß nicht, wo man es bekommt. Muss ich den Xiller dann hinterher nochmal fragen. Paint Attack halt fürs Erste, schätze ich mal. Gut. Na dann. Dann wollten wir ja jetzt endlich mal Xela ein bisschen leveln, nicht wahr? Und der geht jetzt nämlich mit dem Münzamulett die Vogelrute runter. Richtung Fuchsania. Also ich nenne es die Vogelrute, weil es nicht so viele Vogeltrainer gibt. Und teilweise hier noch Wassertrainer. Aber die haben wir ja schon gemacht. Ich hoffe mal, du weißt, wie man schwimmt, denn meine Wasser-Pokémon werden dich komplett unter Wasser setzen. Das verdoppelt das Geld nach dem Kampf, wenn das Pokémon, das dieses Minzamulett trägt, auch am Kampf teilnimmt. Deshalb sage ich ja manchmal, ich muss jetzt dieses Pokémon einsetzen, obwohl es mir jetzt vom Typ her gar nicht gefällt oder so, aber ich muss es einmal pro Kampf einsetzen. Das ist dann immer das, was gerade das Minzamulett trägt. Und das gebe ich quasi immer dem Pokémon, den ich gerade, das ich gerade sowieso trainieren möchte. Damit es dann halt auch am Kampf teilnimmt. Und dadurch habe ich dann immer genug Kohle, um mir alles zu kaufen, was ich brauche. Weißt du? Ohne extra nochmal farmen zu gehen. Loader. Also Slowbro. Labus. Lamos und Mushas. Wo ist denn das Lamos hin? Da ist ja nur noch eine Muschel. What the fuck? Das ist ja nur noch eine Muschel. Okay, du gewinnst. Du kannst dich auf jeden Fall aus mit Pokémon kämpfen. Noch ein Kampf? Nee. Jetzt sind wir hier beim Angelguru, glaube ich. Nee. Ich immer so. Wenn ich anfange zu streamen, werde ich direkt müde. Weil ich gerade vom Abendbrot komme, dann habe ich den Bauch voll. Schlimm. Hey. Nix. Hallo da, Kumpel. Ich bin der Angelguru. Ich bin der Bruder des Angelgurus. Ich liebe einfach das Angeln. Angelst du auch gerne? Natürlich. Super. Ich mag deinen Style. Hier, nimm das und angel, Jungspund. Die gute Angel. Angeln ist eine Lebenseinstellung. Von den Meeren bis zu den Flüssen. Geh hinaus und hol dir einen großen. Genau. Fang dir einen großen. Na, was gibt's denn hier? Duflor und Ultrigaria. Naja. Brauche ich jetzt gerade nicht unbedingt. Elektrizität ist meine Spezialität. Das hat sich gereimt. Elektrizität ist meine Spezialität. Thank you.
Pelchu. Also Mushas mit Raichu? Wasser und Elektro? Da irgendwas, was gegen beides gut ist? Eigentlich nicht, ne? Dann mach mal einfach jetzt Kampfkoloss. Alter, sieht das scheiße aus. Ein Raichu in der Rüstung. Kampfkoloss! Hey. Nicht ausgereicht? Oh oh. Schon ein Problem. Gott sei Dank. Boah, Alter. Wer hätte das gedacht, dass einfach einmal heilen gehen auch gleich Autosave bedeutet. Naja, es ist eine Lektion, vor allem für euch jetzt auch, wenn ihr vorhabt, das Spiel mal zu spielen und Sachen ausprobieren, die ihr nicht speichern wollt, macht den Autosave aus. Da muss man auch erstmal dran denken, du. Sei geduldig. Angeln ist ein Wartespiel. Interessant. Auf Level 25 müsste das eigentlich schon ein Garados sein. Jetzt bin ich mal gespannt, hat er jetzt 6-mal Carpador? Ist das jetzt der legendäre Carpador-Trainer mit den 6 Carpadors? Recarp. Zumindest fusioniert mit was anderem drin. Mit dem Horn-Dio. Sieht das blöd aus. Oh Gott, nein. Ein Raupi mit dem Carpador. Sieht aber gar nicht mal so schlimm aus, komischerweise. Du bist doof, weil ich kein Moderator sein darf. Ja, das tut mir leid. Dann bin ich halt doof. Metacarp. Metagross? Stahl? Metagross? Ach nee, Metapod. Metapod, also ein Safcon. Safcon. Das geht ja noch. Kakarp. Ist das Carpador plus Carpador oder was ist Kakarp? Was ist denn Kakarp? Kakuna! Kakuna Matata! Diesen Karp hab ich gern. Kakuna Matata. Geht stets als modern. Ja, Leute, Leute. Ditkarp. Ditto. Hm. Da wechsle ich mal. Auf Medusa. Ja. Da wechsle ich mal. Ach! Ditto. Ich hab's doch richtig gesagt, Ditto. Hab aber irgendwie an Dick da gedacht. Ich wollte jetzt eine Vierfachschwäche ausnutzen, aber es ist ja Ditto und nicht Dick da. Ich weiß jetzt auch nicht, wo das herkam. Egal. Also ich hätte nicht wechseln brauchen. Ich dachte, aber jetzt kommt ein Dick da, aus irgendeinem Grund. Weil ich blöd bin, ja. Also der Clemendo hat gesagt, ich bin blöd. Ja? Also ihr seht's ja.
Der hellste bin ich nicht. Du hast meine Armee von Fischen vernichtet. Du siehst ziemlich stark aus. Lass uns kämpfen. Wisst ihr, was mir gerade einfällt, jetzt wo ich den Typen sehe mit dem Rucksack? Es gab noch so einen Rucksacktypi in Prismania, der uns eine Flöte geben wollte. Die müssen wir noch holen. Wir müssen doch die Flöte holen gehen. Nidoran. Nicht ausgereicht. Die Yoginie. Ich finde, Medusa sieht immer noch blöd aus, aber haut halt ganz schön rein, ne? Ich kann mich nicht. So. Ich habe keine Chance gegen dich. Noch ein Kampf? Nö. Noch ein Kampf? Nö. Du? Noch ein Kampf? Nö. Ja, wir müssen jetzt nochmal, bevor ich es wieder vergesse, nochmal kurz zurückfliegen nach Prismania City. Denn da gab es tatsächlich noch einen Trainer mit einer Flöte. Oh, ein Pokémon-Trainer. Wir haben es doch schon mal getroffen. Ich erinnere mich an dich. Ich habe dir diese spezielle Flöte von meinen Reisen mitgebracht. Zeig mir den, dass du den Orden hast dieser Stadt. Ja, das ist er. Das ist der Orden. Rote Flöte. Ah, Infatuation, also verliebt sein. Die Flöte beseitigt das Verliebtsein. Geht noch nicht. Jetzt. Ja, was wollte ich gerade machen? Doch. Genau. So, hier waren wir. Was ist denn hier was? Ein Feueranzünder? Komm schon, bring mich zum Lachen! Oh Gott! Oh Gott, sieht das scheußlich aus! Ein Pinsierkopf auf dem Körper von Pantimos. Das sieht aus wie aus dem Film S. Einfach nur so ein richtiges Monster mit großen Zähnen. Ein Clown-Monster mit großen Zähnen. Absolut scheußlich. Hui Deibe. Ding müsste jetzt Käfer und Psycho sein, ne? Sehr unpassend. Es sei denn der Ice Punch vielleicht. Oh, Substitute. Thank you.
macht jetzt nur noch Substitute. Wir zerstören jedes Mal die Puppe und dadurch bringt es dem gar nichts. Der kann uns one-shotten. Warum hat er das nicht gleich gemacht? Der kann uns one-shotten. Okay, okay. Ende Wasser, ne? Und vorne ist der vorne Käfer oder vorne Flug? Wir haben es mal aus. Special Attack Rose, wir kriegen den nicht down, ha? Beiden, wir kriegen Speed drauf. Das wird jetzt ärgerlich. Malara könnte mal ein bisschen leveln. No. Aber ich würde sagen, unser Team ist jetzt auch wirklich endlich final fertig. Wir bauen nichts mehr dann um. Zumindest in Kanto nicht mehr. Johto könnte ich mir vorstellen, dass wir da nochmal umbauen. Also vielleicht nochmal komplett von vorne aufbauen. Das wäre durchaus möglich. Das war gar nicht so lustig. Everstone, oh cool. Ah, den hatte ich glaube ich schon. Eviolit? Eviolit könnte ich gebrauchen, aber Everstone habe ich schon. Ich weiß immer noch nicht, wo ich die richtige Uhrzeit hernehmen soll. Die richtige Uhrzeit, um diese Glocke zu läuten. Drei Uhr vielleicht? Die Geisterstunde? Bin mir nicht ganz sicher, ob 2 Uhr oder 3 Uhr, aber ich glaube 3 Uhr ist die Witching Hour. Die legendäre Geisterstunde. Keine Ahnung. Wir probieren es einmal kurz und dann gehen wir weiter. 44. 47. 50. 3. 4. 6. 7. 9 jetzt. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie viel Uhr es sein soll. Müssen wir noch herausfinden. Wir haben jetzt gerade 3 Quests aktiv, ne? Die eine mit der Uhr, die andere mit der Feder, für die immer die Geister hier auftauchen. Ne? Dann, was ist die letzte? Die Prismen, genau, in der Seeschauminsel und in der Azuria City Höhle. Die fehlen noch. Mein Vogel-Pokémon möchte. Was? Ich kenne Scraps als Überreste, aber was heißt ein Want to Scrap? Was ist denn Scrap als Verb? Canceln? Mein Vogel-Pokémon möchte canceln? Aufhören? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? To scrap brauchen wir, ne? Als Verb. To make into scrap? To discard as useless.
Mein Vogel-Pokémon möchte etwas los, etwas wegwerfen? Hä? Also wenn das jemand besser übersetzen kann, dann bitte, immer her damit. Ich verstehe gerade nicht genau, was das bedeuten soll. Das ist eine blöde Kombination. Pflanze plus Flug. Ah ne, Eispunch. Vierfachschwäche. Aua. Warum? Blutexo mit Arrow, also mit Ibitak. Blutexo mit Ibitak. Feuer und Flug. Ah, ich hätte Thunderpunch, hätte ich Stone-Dingsbums machen sollen. Rock Tomb. Das ist halt blöd. Konnte nicht stark genug mit den Flügeln flattern. Konnte nicht stark genug flattern. Dum, 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 dum. Ocean. Der Angelnarr gegen das Pokémon-Kind. So ein Narr. So ein Trottel. Warum hat denn das nicht gereicht? Na gut. Dual Shop. Das ist sogar Drache. Aber wir haben hier keinen Drachen-Step drauf. Und ohne Step. Hit ohne Step. Also er haut ja zweimal zu, ne? Also ist der 40er dann eigentlich ein 80er. Aber er hat nur 90%. Ach, die Accuracy ist ja egal, theoretisch. Die Accuracy ist eigentlich egal, weil der immer trifft durch seine Ability. Aber Drache bringt hier nicht viel. Elektro hat Step. Fight hat Step. Ice Punch ist ziemlich praktisch und Rock Tomb bringt halt auch noch was. Ein Dual Shop würde halt nur bei Drache was bringen und da habe ich schon Ice Punch. Obwohl der ein bisschen schwächer ist, mit 75 statt 80, covert der aber noch andere Sachen. Dadurch würde ich sagen, ist der Ice Punch eigentlich besser. Drache ist ja nur gegen Drache gut. Elektro und Wasser. Oh, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Chaka. Nee.
so einen Durst? Es gab Bratwürstchen im Brötchen, also quasi selbstgemachte Hotdogs. Aber halt nicht mit Wiener Würstchen, sondern mit Bratwürstchen. Und die, ich weiß nicht warum, die Wurst war ein bisschen salzig, hatte ich das Gefühl. War gekauft, nicht selbstgemacht. Also weiß nicht, warum die versalzen war. Normalerweise ist gekaufte Metzgerwurst nicht versalzen. Aber irgendwie habe ich jetzt Durst wie Sau. Ach, meine Angelschnur ist ja komplett verknotet. Oh, schon am Strand, ja. Mein süßes Pokémon möchte deine Bekanntschaft machen. Oh. Gegen Arcani. Rocktomb. Lol. Ich senke seinen Speed, er erhöht ihn wieder. Aber wenn du nicht angreifst, dann kannst du auch keinen Schaden machen. Tja. Poliwhirl. Elektro geht da drauf. Hey, warum bist du so schnell? Horvi, also Horsi von Sepa. Und das endet auf wie? Was endet denn auf wie? Ivi! Es ist ein Evoli mit einem Sepa-Gesicht. Oh mein Gott. Das ist ja putzig. Komm, Superpower. Der ist Wasser und normal. Weg ist er. Discharge. Discharge ist halt blöd, das ist special. Da bleibe ich lieber bei physisch. Aua! Aue. Mach mal Flachköbe. Kennt ihr Flachköbe? Wenn nicht, dann müsst ihr mal Werner gucken. Dann machen die Flachköbe. Das Wetter ist ja so schön heute. Perfekt für einen Pokémon-Kampf. Ja. Let's go. Oh. Oh. Die Dame ist aber leicht bekleidet. Oh. Weggucken, kleine Kinder. Ja. Sollten Kinder anwesend sein, dann guckt bitte weg. Na, Pokémon ist ja was. Sind das ab 6? Ab 10? Ich weiß gar nicht. Wie ist denn das FSK-Rating für Pokémon? Weiß ich gar nicht. Aber es ist ja für Kinder gemacht. Pika Whirl. Whirl. Also Wasser und Elektro. Gibt es da eine gemeinsame Schwäche? Naja, Elektro hat nur Boden als Schwäche. Und Elektro gegen Elektro ist, glaube ich, ist nicht effektiv. Oder? Wo ist denn meine Liste hin? Elektro gegen Elektro ist nicht effektiv und gegen Wasser wieder effektiv, also ist es am Ende neutral, das ist blöd. Aber Pflanze ist auch nur neutral. Ich schicke ihn aber trotzdem raus, weil ich nicht will, dass der Xela jetzt wieder krepiert. Oh Gott, sieht das blöd aus. Alter, so richtig fettes Pikachu mit Handschuhen. Okay. Ach, gegen Elektro ist gar nicht schwach. Dann ist ja gut. Ich dachte, das cancelt sich wieder. Ich dachte, das cancelt sich.
All dieser Schweiß wird meine Bräune ruinieren. Das können wir doch nicht zulassen, dass die Lady ihre Bräune ruiniert. Oh, jetzt hab ich nicht mitgelesen. Sorry, ich habe nicht mitgelesen. Müsst ihr selber nochmal übersetzen. Gegen Fee brauche ich jetzt Gift. Da bräuchte ich jetzt Gift. Das habe ich aber nicht. Was ist sonst noch gut gegen Fee? Eisen. Stahl. Aber Stahl habe ich auch nirgendwo drauf. Noch nicht. Wir warten ja noch auf den Eisenschädel. Wann auch immer der kommen soll. Oder wie auch immer der kommen soll. Das war jetzt, glaube ich, nicht so schlau. Weil Drache anfällig ist. Oh, da ist der Text. Moment, da gucke ich mal kurz rein. Was hat die Dame vor dem Kampf gesagt? Na sicher, ich werde mit dir spielen. Ah. Sure, I'll play with you. Dankeschön. Ich glaube, Feuer war doch gut, oder? Gegen Fee? Oder zumindest Fee gegen Feuer ist schlecht. Warum zumindest? Gott sei Dank. Gerade so. Ich habe gerade so einen Schrecken bekommen. Mewtwo habe ich gelesen. Es ist aber Meowtwo. Meowth, Mauzi und Kabuto. Alter Schwede, habe ich gerade ein Schiff bekommen. Ich dachte, was? Die packt jetzt Mewtwo aus? Was ist denn hier kaputt? Das ist doch nicht fair! Alter Schwede. Ist mir erstmal die Kinnlade, weißt du, runterge. Ich bin gerade frisch aus dem Wasser und bin voller Energie. Ich bin bereit für einen Kampf. Easy. Oh. Der Bellydrum ist schon ein bisschen blöd, wenn man denn den nächsten Angriff nicht überlebt. Aber sollte man dazu in der Lage sein, den nächsten Angriff zu überleben, dann ist Bellydrum geil. Das Ding ist mehr Zunge als Körper, oder? Ein kleiner Körper, ein riesen Schwanz hinten dran und eine gigantische Zunge vorne raus. Eklig. Verbrannt. Ich wollte doch nur etwas Sonnencreme. Du musst es doch nicht so hart machen. Hier, du kannst das haben. Oh, ein Sandstein. Hab ihn auf dem Strand gefunden. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Schau dir mal das kleine Fischchen an. Oh Gott. Wu-Fisch? Das ist ein Wu. Wupper. Ja klar. Klar, jetzt sehe ich es an den Nobart-Härchen oder was auch immer das sein soll, diese Fühler.
Es ist ein, wie heißt ein Looper auf Deutsch? Von Morlord, das Ding. Also diese Felino. Felino mit Quillfisch. Wie heißt ein Quillfisch? Keine Ahnung. Looper mit Quillfisch. So läuft's. Ich verprügel halt gerne Kinder. Das macht Spaß. Ich habe mein Sandschloss mit all dem weichesten Sand gemacht, den ich finden konnte. Okay, wir fahren drüber. Oh! Wir konnten das Sandschloss kaputt machen. Es ist sogar ein Pokémon. Ich wollte einfach über ihren Sandschloss drüber fahren. Es ist aber ein Pokémon. Da musst du auch erstmal drauf kommen, Alter. Das ist ja krass. Das ist nur das Boden, oder? Kann ich, womit ich es angreifen kann, ohne dass es stirbt. Ja, es gibt den Stream. Hallo, Benny. Jo, Hallöchen. Bodengeist. Ach, hallo, Xela. Hast du meine Nachricht gesehen? Alter, ich könnte kotzen. Ich könnte so kotzen. Ich habe mich dann entschieden, einfach weiterzuspielen. Wir müssen Mondblast irgendwo im Spiel finden. Ich habe leider Pipi zu früh entwickelt. Ich habe es ja gestern Abend entwickelt, einfach nur um zu gucken, ob es eine... für die Kombination ein Sprite gibt. Ein Custom Sprite. Und dann war ich heilen am Pokémon Center. Und ich habe Autosave an. Also hat es im Pokémon Center gespeichert. Das heißt, wir haben jetzt Moonblast verpasst. So sieht's aus. Aber ich habe gelesen, man kann es im Spiel irgendwo finden. Ich weiß bloß gerade nicht wo. Wir werden es dann sehen. Ja, warum ist denn Autosave an, weißt du? Oh, überlebt. Nein, ich, weil ich aus Versehen halt gespeichert habe. Weißt du? Ich habe gestern Abend was ausprobiert, was ich nicht speichern wollte. Und das habe ich dummerweise aber aus Versehen gespeichert, weil Autosave an war. Weißt du? So eine Scheiße. Und deshalb ist Shadow jetzt schon halt zum Pixie entwickelt. Legendary. Oh. Interessant. Na, ja, ich nehme die Standardvariante. Wie nennen wir das Ding? Wie nennen wir das Ding? Sand Castles in the Sand? Kennt ihr das Lied? Von How I Met Your Mother? Oder Sandmann? Sandmann kotzt die Wand an und legt sie wieder ab. Was? Was? Wo kam das jetzt her? Hat Shadow gerade gesungen? Ich weiß nicht. Ich darf ja gar nicht singen, ne? Sie verbietet es mir ja immer wieder. Stärke habe ich ja. Ich kann es bloß noch nicht einsetzen. Welchen Orden brauchen wir für Stärke? Ist das der Sabrina-Orden oder ist das der Koga? Weil Koga ist, glaube ich, Surfer. Dann müsste es der Sabrina-Orden sein. Das heißt, wir können erst nach dem Sabrina-Orden Stärke einsetzen. Oh. Und erst dann die Attacke bekommen. Das ist nervig. Naja, gut. Bis dahin müssen wir mit Draining Kiss zurechtkommen. Macht weniger Schaden, dafür heilt es halt. Na? Und ich weiß nicht, wo ich Dark Pulse herbekomme. Du hast gesagt, im Lavandia. Ich hab's dort nicht gefunden. Weiß nicht. Hey! Mein Sandschloss!
Nee, nicht noch ein Kampf. Noch ein Kampf. Oh, Limonade. Dankeschön. Eine für jedes unserer Pokémon. Nice. Nett. Das ist nett. Dass man die Dinger hier alle anklicken kann. Nö, nee, nicht noch ein. Ah! Der Wind bläst in meine Richtung. Der hat doch einen Vogel. Ah, Tatsache. Weiß nicht, ob man in Lavandia vielleicht noch eine Quest fertig machen muss, um dann Dark Pulse zu bekommen. Ich habe eigentlich jeden in der Stadt mal kurz angequatscht und ich habe es nicht gefunden. Weiß nicht, du meintest, es gibt in Lavandia einen Dark Pulse Tutor. Hast du gestern noch gesagt, bin ich der Meinung. Keine Ahnung, wo der sein soll. Farotto. Farfetched, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ah. Das ist ja, wie heißt das Ding? Porenta mit einem Tauboga drin. Widerlich. Auf der Heal-Ebene. Dann gehen wir gleich mal zurück. Dann holen wir uns das. Dark Pulse will ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Hey, meine Vögel! Du warst doch ein Vogel. Oh, lass mal anquatschen. Nee, nicht nochmal kämpfen. Du hast doch einen Vogel, Junge. Auf der Heilebene. Wozu benutze ich die schwarze Flöte, wenn sie überhaupt nichts repellt? Überhaupt nicht. Also wirklich. Hält nur schwarze Pokémon. Aber Nebulak ist doch schwarz, oder? Hä? Oh ja. Oh, Apollo fehlt noch. Apollo fehlt noch. Ach nein. Kein Konfusstrahl, Alter. Bitte schlag dich nicht selbst. Bitte schlag dich nicht selbst. Bitte schlag dich nicht selbst. Natürlich schlägt es sich selbst. Warum habe ich immer so ein Glück? Ja. Aua. Fast die Hälfte weg. Oh! Wie nennen wir den? Grabscher. Er hat immer so große Hände. Das ist Grabscher. Oder? Habt ihr was Besseres? Achso, hier. So Muten Roshi, weißt du? Ein richtiger Grabscher. Ghost Hunter. Aber er ist doch ein Geist. Warum sollte er Geister jagen? Gut, Muten Roshi. Der alte Grabscher. Also die Spawnrate ist ja ein bisschen übertrieben, oder?
Wen quatscht man da jetzt an? Du meinst, ich hab Stalker? Ich hab Fans! Ist das wirklich, oder? Zwei Schritte kommt ein Encounter. Völlig übertrieben. Ach, jetzt kann sie mir auch noch was beibringen, ja? Ja. Aber zu Protection, was? Doch, Dark Pulse, okay. Dark Pulse nehme ich. Ja. Und raus hier. Dunkel. So dunkel. Ja, das ist auch noch so das nächste Rätsel, ne? Um wie viel Uhr sollen wir diese Glocke läuten? Woher soll man das denn wissen? Ich habe eigentlich nirgendwo einen Hinweis dafür gesehen. Nirgendwo. Keine Ahnung.